Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf diesem Kanal. Ich freue mich heute ganz besonders, die Maria Kageaki neben mir sitzen zu haben. Lieben Dank, Maria, dass du dir die Zeit genommen hast und hier für ein Interview. Freut mich riesig. Ja, die Maria, die habe ich schon, also Maria, ich habe dich ja schon vor ein paar Jahren persönlich kennenlernen dürfen, also indirekt, ich war auf einem Vortrag auf der Revolution, habe ich einen Vortrag von dir gesehen zur Zahngesundheit. Und es hat mich schon sehr fasziniert, die Zusammenhänge, die du da gebracht hast mit Zahngesundheit, was da noch alles so dranhängt. Und wir waren dann so in den letzten Jahren immer mal ganz, ganz lose und wenig so in Kontakt. Aber dann hatten wir irgendwann auch mal ein Interview für dein Zahngesundheitssymposium aufgenommen. Da ging es, oder war das, also es war irgendein Kongress oder irgendein Symposium. Für einen Chlorophyllkongress auch. Für einen Chlorophyllkongress, ja, irgendwie. Da ging es ja auch um grüne, genau, um grüne Nahrung. Ich musste jetzt erstmal überlegen, genau. Und da hattest du im Vorgespräch dann auch was von Organsprache kurz erwähnt. So, da habe ich gedacht, ach, das klingt spannend, da möchte ich mit dir mal ein Interview machen. Das hat jetzt noch ein bisschen gedauert und da hatte ich dich kürzlich angeschrieben. Da haben wir dann erst noch mal ein bisschen telefoniert darüber und da habe ich gedacht, da möchte ich unbedingt ein Video mal für meine Zuschauer mit dir machen, dass sie auch mal verstehen, wenn es körperliche Probleme gibt, ein Problem mit einem Organ, dass es nicht immer wirklich das Offensichtliche ist, was vielleicht auch von der schulmedizinischen Seite kommt, sondern dass da noch was ganz anderes dahinter stehen kann, dass unser Körper gewisse Signale aussendet. Und da möchte ich gleich auch mal an dich abgeben, was du unter Organsprache verstehst und was dahinter steckt. Und vielleicht kannst du auch mal ein Beispiel nochmal nennen, um das so für die Zuschauer zu verdeutlichen. Genau, also ich denke mir, das ist so, die meisten haben schon oft einmal so das Gefühl gehabt, wenn irgendwie auf der grobstofflichen Ebene irgendwelche Problemchen sind. Und man hat jetzt so von medizinischer und grobstofflicher Seite schon, also so ziemlich die ganze Litanei an Möglichkeiten durch und es hat sich immer noch nichts verändert. Ja, wo man denkt, was könnte denn da noch so das i-Tüpfel sein? Das i-Tüpfel könnte einfach so die emotionale Ebene sein, weil für mich ist so, da ist die grobstoffliche Ebene, die emotionale Ebene ist einfach oben drüber. Ich meine, wir alle wissen, wie sich zum Beispiel Emotionen bei unserem Körper auswirken. Ja? Also man kommt irgendwie so in Stress, da merkst du Herzschlag, Blutdruck und das volle Programm. Also logischerweise, ja, also wir wissen ja halt zum Beispiel so mit viel Ärger und viel Stress, also Magenschleimhautentzündung lässt grüßen und, ja. Und ich hatte in meinem Bekanntenkreis, so hat es erst gestartet, in meinem Bekanntenkreis eine Dame mit einer heftigsten Bronchitis. Also so, wo man sagt, beim Telefon, da rasselt schon beim Ein- und Ausatmen. Also richtig heftig. Und dann haben wir halt so drüber gesprochen, ja, und was hast du denn schon alles unternommen? Also so mehr oder weniger auf der grobstofflichen Ebene alle Möglichkeiten schon durch. Das ist schon seit Wochen, war das schon präsent. Und wo ich sage, du, was war denn, wie es losgegangen ist? Und wie es losgegangen ist, also sie hatte einen Flug nach Amerika gewonnen, wo jeder sagt, wow, ja. Den hat sie aber dann nicht in Anspruch genommen, weil sie gemeint hat, sie konnte jetzt ihre Familie nicht alleine lassen. Jeder hat gesagt, Mensch, fahr doch, hat sie aber nicht gemacht. Und dann kam wohl irgendwann einmal so dieses, oh, es wäre schön gewesen. Ja, also absolut nachvollziehbar. Mhm. Wo ich gesagt habe, Mensch, also das könnte doch der Auslöser gewesen sein. Das könnte jetzt mal der Auslöser gewesen sein. Und wir haben einfach darüber gesprochen, so eine Stunde später kam dann dieser Anruf, wo man sagt, mit dem Husten, wo du sagst, okay, jetzt ist diesen berühmten Berg drüber, es hat sich jetzt einfach was gelöst. Und ich war dann irgendwie so geflasht von dieser Situation, dass ich in der Praxis so, also in Kommunikation, wenn es mein Gegenüber, wenn ich gemerkt habe, also ich sei ein bisschen offener, dass ich einfach mal kommuniziert habe und sage, was war denn, wie es losgegangen ist? Und da hat sie bei mir so ein ganzes Sammelsurium an Möglichkeiten einfach für den ganzen Körper herausgestellt. Ich meine, es gibt Bücher dazu, en masse. Also das, was ich so weitergebe, das sind halt so die Sachen, die ich also live erlebt habe. Und es ist halt oft mal so, und ich meine, das hört man, man hört oft so von diesen spontanen Heilungen oder irgendwas so ganz schnell Problem gelöst. Und für mich ist einfach so, die energetische Ebene steht da einfach absolut oben drüber. Und ich habe dann angefangen, weiß nicht, 2014, 15, Organsprache-Vorträge zu halten und einmal so die Hauptschauplätze einfach durchzugehen und habe festgestellt, also die sind so die Vorträge, ich meine Zahngesundheit, ich meine, die habe ich eh schon immer in meinem Repertoire, aber dass die einfach sehr besucht sind,
weil die Leute suchen nach Hintergrund, nach Möglichkeiten, einfach nach mehr Verständnis für den Körper. Und ich habe da natürlich auch bei jedem Organ einfach auch so mein Verständnis von der grobstofflichen Ebene angesprochen, was kann ich denn noch alles machen, dass sich das in Wohlgefallen auflösen kann. Und du hattest ja jetzt die Bronchitis angesprochen, also über die Lunge, und du sagst, kann man auch, wenn man so vielleicht Herzflattern hat, Magenprobleme, Darmprobleme, also es kann immer auch, also auf feinstofflicher Ebene was dahinter stecken. Ne? Es ist nicht immer. Und viele bekommen ja dann auch erstmal Medikamente, nehmen erstmal Medikamente ein. Und man könnte das ja auch anders lösen, ne? Wenn man sich also, die anschaut. Je nach Dringlichkeit, manchmal brauchst du vielleicht jetzt dringend irgendwas. Vergleich das gerne mal damit, wenn das Universum uns die gelbe Karte zeigt, so wie beim Fußball, so Achtung, Warnung. Da könnte man ja schon mal hinschauen. Aber spätestens, wenn die rote Karte kommt, also wenn irgendwie eine OP ansteht, irgendwie eine starke Medikamentation oder solche Sachen, oder eine Krankenhausaufenthalt, spätestens dann lohnt es sich einfach dahinter zu schauen. Mhm. Das eben auch ganzheitlich anzuschauen, Körper, Geist und Seele. Ne? Heute genau. Man ja nur sehr einseitig angeschaut. Und ja, wir wollten heute ja auch, oder du wolltest ja heute auch über ein besonderes Organ sprechen, hatte ich dich ja darum gebeten, weil das auch ein bisschen so mein eigenes Thema ist mit der Schilddrüse schon seit vielen Jahren, dass sie vergrößert ist. Aber ich habe jetzt keine Beschwerden und die Werte sind auch soweit in Ordnung. Aber es ist doch, also es fällt auf, dass es doch so ein gewisses Frauenleiden ist. Also Frauen leiden eher an eine Unterfunktion, eine Überfunktion oder einer vergrößerten Schilddrüse. Und da wollte ich dich mal bitten, uns zu erklären, was steckt denn dahinter, wenn die Schilddrüse nicht mehr richtig funktioniert. Was kann dahinter stecken? Das ist interessant. Ich hatte früher, also in meiner Realität, klassisches Frauenthema, merke aber, dass einfach in den letzten Jahren immer mehr Männer in diesen Pool hineinkommen. Und vielleicht klären wir einfach mal so eine Schilddrüsenunterfunktion. Was ist das überhaupt? Ja, also wenn man mal so die Symptomatik anschaut, das ist oft einmal Menschen, ich meine, jetzt muss man schauen, also ich komme jetzt mit mehreren Symptomen und ich meine, wenn man so manche Symptome anschaut, kann man sagen, so wenn jemand in der Früh aufsteht und so das Gefühl hat, man hatte das Kabel nicht in der Ladestation, also mehr oder weniger, du stehst genauso fertig auf, wie du ins Bett gegangen bist, ich meine, es kann ein Vitamin D-Mangel sein, es kann ein Magnesium-Mangel sein, es kann generell ein Nährstoffmangel sein. Aber wenn da mehrere von denen zusammenkommen, lohnt es sich bei der Schilddrüse hinzuschauen, weil das ist oft mein Klassiker. Also einfach so eine Antriebsschwäche, die mit dabei sein kann. Das kann auch sein, dass jemand sagt, dass jemand also sehr auf der in der deprimierten Ebene einfach unterwegs ist. Also Menschen, die darf man nicht scharf anreden, nur immer mit Batti-Handschuhen anpacken. Also die sehen sich ja oft mal so wie, der Hase sitzt im tiefen Tal. Also in einer Ebene, wo sie gar nicht wissen, wie sie aus dieser Ebene wieder rauskommen sollen. Also die sind ja Menschen, die oft einmal zu sehr starken Stimmungsschwankungen neigen können. Und jetzt wird es spannend, Menschen, die einfach eine Untertemperatur haben. Also mir ist es auch in den letzten Jahren immer mal wieder gelungen, eine sagen wir, temporäre Schilddrüsenunterfunktion zu haben. Also gerade wenn ich mit den Kongressen so es mal übertrieben habe, so Tag- und Nachtstress. Und ich merke es dann für mich, so wenn es mir in der Nacht plötzlich so dieses Frieren, aber wenn man sagt, das ist nicht das klassische Erkältungsfrieren, ja, sondern das ist was anderes. Und das ist der Moment, wo wahrscheinlich viele Männer sagen, ja, wenn nachts also die Beine von den Damen rübergestreckt werden, also kalte Füße, die sind so, sind mit Socken im Bett, vielleicht mit ein oder zwei Wärmflaschen, ist immer nur kalt, da wo man sagt, lohnt sich hinzuschauen. Mit dabei eine Lethargie und oft auch die Stimme. Also wenn die Stimme so ein bisschen nachlässt, also ich meine, nicht eine Stimme, die jetzt gerade mal temporär aufgrund von einer Erkältung sich gerade mal so ein bisschen verabschiedet, sondern das kann so sein wie so ein Kloß im Hals, so eine permanent kratzige, raue Stimme kann aufs Konto von einer Schilddrüsenunterfunktion gehen. Und die Schilddrüse ist unser Stoffwechseltaktgeber. Das habe ich manchmal in Kongressen gemerkt, wo manchmal so dieses 8 Kilo rauf, 8 Kilo runter. Ja. Also das ist oft mal so, wenn man sagt,
Ich konnte immer essen, was ich wollte, und plötzlich schaust einfach nur einen Kuchen an und hast gefühlsmäßig 2 Kilo drauf. Also das, da hat sich die Schilddrüse verabschiedet. Und mir ist immer ganz wichtig, einfach zu sehen, unsere Drüsen sind wie ein Mobile. Also da, ich spreche aber jetzt nur so die wichtigsten an. Also wir haben die Zirbeldrüse, die ist für die Ausschüttung von Melatonin verantwortlich. Wir haben die Schilddrüse, wir haben die Thymusdrüse, die ein bisschen unser Immunsystem ist. Wir haben die Nebennieren, wir haben die Geschlechtsdrüsen, ein Mobile. Und was passiert, wenn irgendwo an diesem Mobile irgendwo ordentlich gezogen wird? Ja, dann hebelt es die ganze Geschichte aus. Und es gibt so verschiedene Faktoren, wo oft einmal zum Ansetzen ist, und das eine ist die Stressgeschichte. Also wenn jemand mit dieser Symptomatik zum Arzt kommt, und ich meine, früher, da ist noch gesagt, weil man konnte oft mal so nicht an den klassischen Blutwerten irgendwas sehen, dann sind die zum Psychologen geschickt, haben, reden Sie sich mal aus, reden Sie Ihr Problem so sich schön. Aber es ist wichtig, auf der körperlichen Ebene wurde dann vielleicht die Schilddrüsenhormone TSH, T3, T4 angeschaut. Und was für mich dazugehört, immer auch der Cortisolspiegel, einfach mal zu sagen, hatten Sie Stress? Weil in dem Moment, wo wir sehr viel Stress haben, da feuert die Nebenniere, schüttet permanent Adrenalin und Cortisol ins System. Das muss ja irgendwo, da passiert was. Ich meine, abgesehen davon, dass unser Mineralienbankkonto ausgeräubert wird, da verschüttet sich einfach die Schilddrüse aus dem Orbit. Also Stress ist ein enormer Faktor. Und vielleicht nochmal so, weil ich gerne mal in den Vorträgen dann gesagt habe, ja, man soll schauen, dass man keinen Stress hat. Wenn wir super gut mineralisiert sind, also da sind wir Vitamin D oben, Magnesium, richtig gut mineralisiert, reagieren wir komplett anders. Das ist so, du hast gut gegessen, jemand kommt und nervt. Relativ geschmeidig. Du hast Hunger, jemand kommt und nervt, da wird's richtig ungemütlich. Und also deshalb ist mir so dieses Mineralienbankkonto gut aufgefüllt haben, immer ein wichtiger Faktor. Und jetzt kommen wir noch zu einem anderen Punkt, der enorm hier mit reinspielen kann und der auch die Zirbeldrüse betrifft, und zwar das Licht. Licht kann stressen, und zwar enorm. Das Blaulicht. Und jetzt nicht das Blaulicht, das hinter uns herfährt, wenn wir bei Rot über die Ampel gerauscht sind, stresst auch, sondern eher so das Blaulicht im Sinne von Beleuchtung. Ich zeige euch das einmal. Also ich habe hier 3 verschiedene Lichtfrequenzen. Das erste ist das Sonnenlicht. Das ist die gute alte Glühbirne mit einem starken regenerativen Anteil. Und das ist die LED. Die Computerbrille hätte jetzt nur noch hier, also nein, nicht die, die Energiesparlampe hätte jetzt nur hier 2 kleine Zacken. Der regenerative Anteil fehlt komplett. Und was ich habe, eine Blauzacke. Die Blauzacke wirkt auf 2 Ebenen. Erstens triggert die Nebennieren, Adrenalin und Cortisol auszuschütten. Zweitens, diese Lichtfrequenz ist jetzt nicht die unsere Zirbeldrüse braucht. Die braucht das regenerative Spektrum und bremst die Zirbeldrüse aus, also ausreichend Melatonin zu bilden. Das ist aber unser Wohlfühlhormon. Ja? Und das hat also enormen Einfluss. Also alle, die viel vom PC verbringen oder vom Smartphone oder irgendwie vor irgendwelchen Bildschirmen, das spielt eine riesengroße Rolle, und da arbeite ich einfach gerne mit Computerbrillen. Also es gibt ja die Schickimicki-Variante, es gibt Clip-Ons, und die blendet einfach mal 95% von diesem Blaulichtspektrum raus. Mit dazu wäre mir jetzt ein wichtiges, ich singe jetzt das Credo für die gute alte Glühbirne. Weil die Energiesparlampen, die haben einfach dieses Lichtspektrum. Also das kann man vielleicht im Keller haben, wo man gelegentlich mal geht, aber in allen Wohnräumen holt sich wieder die gute alte Glühbirne. Ja. Die gibt's, ja. Also wenn man die großen Läden dürfen es nicht mehr verkaufen, aber mein Elektriker um die Kurve, der verkauft jetzt mittlerweile die 100er, steht drauf, nicht für die Haushaltsbeleuchtung zugelassen, kommt aus Polen oder Tschechoslowakei. Oder man kriegt es halt im Internet. Ja, also das lohnt sich auf alle Fälle, macht einen riesen Unterschied. Und ich habe vorher gerade zu Silke gesagt, ich habe selber 5 Kinder, und die wurden von mir, also vielleicht vor 10 Jahren,
jetzt sage ich es mal so, zwangsbeglückt mit Computerbrillen. Das war am Anfang so, oh mein Gott, wie uncool. Eine Viertelstunde später würdest du die nie mehr hergeben, weil wenn du die dann runternimmst und du siehst dieses Blaulicht, also weil sonst merkt man es ja nicht, man kennt ja nicht den Unterschied, die gibst du nicht mehr her. Macht einen Riesenunterschied. Ja. Also es wäre dann auch eine Empfehlung. Also ich werde auch auf alle Fälle mal so eine Computerbrille probieren. Hatte dann von immer mal gehört, aber wenn man doch regelmäßig vom PC sitzt, auch vom Handy, hast du ja gesagt, überall, alles, alle Bildschirme, ne? Ob das ein kleines Smartphone ist, ein Tablet ist, ein PC ist, ein Laptop ist, sollte man immer die Computerbrille tragen. Ne? Genau, also meine Kinder sind logischerweise auch vom Computer, aber eine Tochter, die macht alles übers Handy, die hat aber wirklich religionsmäßig so ihre Computerbrille auf. Vielleicht kennen das manche Eltern. Ich habe früher mal gemeint, meine Tochter ist nachtaktiv. Ja, die war einfach nicht ins Bett zu bringen. Gerade wenn da am Abend noch irgendwas angeschaut worden ist, nicht ins Bett zu bringen. Und jetzt Computerbrille runter, Bett, überhaupt kein Problem. Aber wenn man jetzt zum Beispiel was im Film gucken würde, sollte man da auch die Computerbrille haben? Ja, genau. Also ist wirklich so. Und also den ganzen Tag und besonders in den Abendstunden, weil das ist ja der Moment, da würde unsere Zirbeldrüse jetzt in der Melatoninproduktion sein, bei optimalem Licht, Lichtfrequenzen, und das ist natürlich suboptimal, wenn man es ausbremst, aber also für alle, die tagsüber, also stundenlang vom PC sitzen, definitiv die Computerbrille aufsetzen, ist ein Gamechanger. Also das ist wirklich jetzt ein guter Tipp von dir? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Genau, das hatten wir schon im Vorgespräch gedacht, das muss ich unbedingt für mich und meine Jungs auch zulegen, weil bei meinem Jüngsten ist es ähnlich, wenn wir irgendwie mal einen Film geguckt haben, dass er dann auch nicht einschlafen kann. Lange, 1-2 Stunden liegt er dann rum und sagt, ich bin wach, ich kann nicht einschlafen. Und alle anderen sind müde, aber er ist da wahrscheinlich besonders sensibel. Und da werde ich das auf alle Fälle mal austesten mit der Brille. Also man kennt sowas auch als den sogenannten Blaulichtflash. Wenn jemand zum Beispiel im Flur so eine Energiesparlampe hat, steht, muss in der Nacht mal raus und dann kommt so gleich dieser, wow, dieser Blaulichtflash. Könnte es einfach sein, dass diese Menschen dann überhaupt nicht mehr in Schlaf finden können. Mhm. Also nicht nur, weil die gerade aufstehen mussten, sondern einfach auch lichtbedingt. Mhm. Was würdest du, wenn jetzt jemand eben so eine Unterfunktion hat, ne? Du hattest ja auch mit dem Licht, ja, für eine Ernährungsweise empfehlen, was könnten die Menschen oder wie könnten sie das noch unterstützen? Also wichtiger Punkt ist, es sind schon bestimmte Sachen, wo ich mir einfach sage, also die sollten definitiv angeschaut werden und beziehungsweise manche Sachen sollten definitiv vermieden werden. Also so zum Beispiel so ganz klassisch unfermentiertes Soja, geht gar nicht. Also wenn jemand zum Beispiel auf vegan umstellt, tolle Sache, dann wäre das jetzt in meiner Realität eine suboptimale Geschichte, wenn der Tag einfach mit Sojamilch und Sojaburger und Sojajoghurt und dann auch noch den Tofu mit rein, so ab und zu mal, mein Paracelsus sagt das schon, es kommt immer auf die Dosis an, aber so die volle Sojadröhnung wäre jetzt für mich einfach suboptimal. Man weiß auch, dass zum Beispiel gerade eine glutenfreie Ernährung richtig, sagen wir, erholsam für eine Schilddrüse sein kann. Und hier gerade bei den Getreiden, früher waren Getreide noch mit Brom behandelt. Ob das mittlerweile so ist, weiß ich nicht, aber alle Halogene sind einfach wie suboptimal, zum Beispiel so das Fluor, komme ich gleich noch dazu, Chlor, suboptimal, Brom genauso. Und was man halt dann idealerweise eben auch noch mit anschaut, wo hat man jetzt zum Beispiel eventuell Glyphosat drin? Ich meine, die Schilddrüse reagiert auch auf Toxine. Und Glyphosat, mittlerweile, glaube ich, man kommt gar nicht mehr aus. Also ich war jetzt bei meinem letzten Zahnkongress, hatte ich jemanden dabei, der dann gesagt hat, ja, auch im Biosegment können teilweise, also man bestimmte, die schauen da drauf, sagen wir, vielleicht Bioland oder so, die schauen da drauf, aber es wird enorm viel Glyphosat gespritzt und das beeinflusst den ganzen Körper, es beeinflusst die Nährstoffaufnahme. Also ich würde mal so sagen, also wenn man es mal in Kurzform sagt, Schilddrüsenproblem, Wechsel auf Bio. Und also idealerweise einfach schauen, irgendwie so hat man Bauern sein, das Vertrauen, wo man weiß, hey, die nutzen jetzt mal so diese ganzen Geschichten, die man nicht haben will, mal definitiv gar nicht.
was ich einfach definitiv anschauen würde, einfach volle Kanne, dass der Vitamin-D-Status einfach passt. Der gehört für mich auf mindestens 60 bis 70 Nanogramm. Auf die Referenzwerte kann man sich nicht verlassen. Das lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt. Wichtiger Faktor für mich ist Magnesium, weil Magnesium kennt man oft nur so, Krampf im Bein, habe ich nicht, Magnesium kein Problem, könnte eventuell ein Riesenthema sein. Also weil ich glaube, dass locker mal 90% hier der Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz einen Magnesiummangel haben. Also vielleicht wirklich mal Magnesiummangelsymptome im Internet schauen und sie so check, 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 so Trefferschiff versenkt. Und dass man wirklich einfach da schaut, dass man einfach richtig gut auffüllt. Weil wenn der Körper gut mit Magnesium gesättigt ist, ist die Tendenz nicht so stark da, Schadstoffe aufzunehmen. Ja, also das ist einfach mal ein wichtiger Faktor. Magnesium gehört her. In meiner Realität bin ich dann sowieso, dass ich einfach sage, super gut mineralisieren, meine Klienten trinken die grüne Lichtkraft. Also ja, wichtiger Faktor. Chlor habe ich vorher angesprochen und jetzt kommt die Schwimmsaison. Mhm. Also die Schilddrüse kann eben drauf reagieren, also je nachdem, wie überladen das ganze System ist. Und man braucht jetzt nicht glauben, wenn man im Chlorwasser steht, dass das Chlorwasser komplett, also außerhalb des Körpers bleibt. Ich habe einmal so einen Bericht gelesen, wie viel nach einer halben Stunde aufgenommen ist, haben wir gedacht, um Gottes Willen, ja, also das war für mich gleich so der Abtörner, Chlorwasser brauche ich definitiv nicht mehr reingehen. Kann eine große Rolle spielen, Fluor spielt eine Rolle. Fluor. Und kann einfach die Schilddrüse, es ist ein Halogen, und wenn jetzt jemand glaubt, man braucht Fluor unbedingt für die Zahngesundheit, also in meiner Realität nicht, und ich habe enorm viele Zahnärzte interviewt, die genau der gleichen Meinung sind. Da sollte man wirklich aufpassen. Leber, super wichtig. Also gerade weil in der Leber, da wird das T3 ins T4 umgewandelt. Die Lebergesundheit muss passen. Also die muss wirklich passen. Also gerade so bei Leber, ich habe einen ganzen Lebervortrag von der Revolution aufgenommen, auf meinem YouTube einfach mal. Leber ist eine super wichtige Geschichte, weil da ist so, wie viel Stress hat man? Geht auf die Leber. Alkohol, also nicht nur den, sondern auch den selber gemachten, sondern im Sinne von Gärung, das bestimmt, du redest bestimmt auch viel darüber, geht auf die Leber. Und natürlich ist die Leber der Filter von allen Toxinen in unserem Körper. Und jetzt wird es natürlich spannend, wenn man sagt, ja, ich passe schon beim Essen auf. Wir schauen auf bei den Reinigungsmitteln. Was hast du in der Geschirrspülmaschine, was hast du in der Waschmaschine, was trägst du dir auf den Körper rauf? Also weil das ist wie 0,x ist die Geschichte drin. Und jetzt, in der jetzigen Zeit, kommt dann einer dazu, die Desinfektionsmittel. Das ist, ja, das ist nochmal ein anderes. Jetzt sage ich mal, eigentlich der Super-GAU. Ja. Ja. Also richtig, richtig wichtig. Und vielleicht noch, wenn man so die Kosmetikprodukte anspricht, es gibt da so eine bestimmte Regel, dass je nachdem, ob ein Produkt auf der Haut ist, ob der Haut bleibt wie eine Creme oder Shampoo, das gleich ausgewaschen wird, das hat eine bestimmte Menge, wie viele Toxine drin sein dürfen. Und ein Shampoo kehrt für mich Kopf über Haare waschen, weil wenn ich so den ganzen Körper mit dem Shampoo überziehe, nicht wirklich prickelnd. Ja. Ja, die meisten, nehmen das gar nicht wahr oder ist gar nicht so ein Bewusstsein, dass die Haut ja auch aufnimmt, ne? Also das ist auch die Mundschleimhaut, mit was man sich die Zähne putzt, was man sich auf die Haut aufträgt, auf die Kopfhaut, ja, mit was man die Haare wäscht. Wir sind ja da heutzutage weit von natürlich entfernt. Ne? Und der Körper muss das ja alles handeln. Und du hast es ja auch schon angesprochen, auch die Landwirtschaft, das Glyphosat, über die Ernährung, Reinigungsmittel. Also wir sind ja heute mit so vielen Giften in Kontakt, dass darauf ist, sind unsere Entgiftungsorgane gar nicht ausgelegt. Man kann das gar nicht oft genug wiederholen. Deswegen ist auch wichtig, die Entgiftungsorgane, auch gerade die Leber zu unterstützen, den Darm zu unterstützen, die Haut zu unterstützen. Ne? Und wirklich versuchen, die Gifte zu vermeiden. Und du hast ja schon erwähnt, grüne Lichtkraft empfiehlst du ja auch deinen Klienten. Und du bist ja auch eine Grün-Befürworterin. Hast ja auch den Chlorophyll-Kongress gemacht. Also, und Chlorophyll hilft ja auch zu entgiften. Also wenn man Grün täglich in der Ernährung hat, hat man da schon mal eine gute Basis. Würdest du jetzt, also grüne Lichtkraft, aber würdest du auch generell sagen, also alle grünen Lebensmittel?
Nicht so alle, weil jetzt bleibe ich beim Spinat hängen. Beim Spinat hängen, wo ich sage, Spinat ist genial, macht den tollsten cremigen grünen Smoothie, den du dir vorstellen kannst, einmal in der Woche, weil da ist sehr viel Oxalsäure drin und Oxalsäure verhindert, also minimiert die Aufnahme vom Kalzium, vom Magnesium, vom Eisen und vom Zink. Jetzt wird es spannend und das ist nicht nur der Spinat, es ist auch der Mangold. Ich meine, beim Rhabarber macht man jetzt nicht so die Blätter, die verwendet man eher weniger, aber es ist halt auch in der Schokolade. Und das kann halt ein Thema sein. Also ich meine, ich will ein Impulsgeber sein, wo man sagt, hey, das habe ich noch gar nicht beachtet, da muss ich mal recherchieren. Es ist ein Ganzes, ja, und das kann jetzt sein, dass punktuell jemand das oder das oder dieses überhaupt gar nichts ausmacht. Es kann aber sein, wenn viele von diesen Faktoren zusammenkommen, dann wird es spannend. Ja. Also da brauchen wir auch keinen Unterschied machen, ob das Rohkakao ist oder normaler Kakao, ob das Bio-Kakao ist, Rohkostkakao. Es hat halt, enthält halt auch Oxalsäure und hat eben auch, wenn man es übermäßig konsumiert, du hattest mir auch ein Beispiel genannt von einer Familie, die sich tiptop ernährt hat, vollwertig, aber das Kind hat immer 2 Stücke Schokolade bekommen oder eine gewisse Menge, was man wirklich sagt, ist moderat und es hat es aber trotzdem ausgemacht, dass da was nicht gut funktioniert hat. Ne? Also es macht schon was auch. Du hast ja auch, ich kann mich erinnern, bei dem Zahngesundheitsvortrag auf der Revolution, da hast du zum Beispiel auf die Zähne bezogen, zum Beispiel auch gesagt, Trockenfrüchte, wenn man wirklich Zahnprobleme hat, Trockenfrüchte weglassen und wenn nur an Feiertagen, mal zum Geburtstag, zu Weihnachten. So kann man es ja vielleicht auch mit dem Kakao sehen, wenn man wirklich ein Problem damit hat, dass man wirklich versucht, den Kakao erstmal wegzulassen, dann wirklich nur mal an Feiertagen sich das mal gönnen, wenn man den Geschmack sehr mag, als was Besonderes, aber nicht mehr regelmäßig. Also es kommt immer auf die gesamte Mineralisierung an, wenn jemand super, super mineralisiert ist, ja, so Vitamin D und alles so am Anschlag und ansonsten die Ernährung picobello, kann es sein, dass es gar nichts ausmacht. Es kann aber sein, dass es genau der Faktor ist, der ein Riesenproblem macht und deshalb einfach anschauen. Ich meine, ich möchte immer jeden animieren, wo ich sage, schreib doch mal 6 Wochen Ernährungsprotokoll so haargenau und schreib da mal alles auf und auch, wie es dir geht, so punktuell, weil dann hat man super Nachschlagewerk und sagt, immer wenn das ist, passiert das und das. Also in meiner Realität, ich versuche einfach Schokolade zu meiden, wo es geht. Ich meine, dass ich manchmal bei einer Lapschok nicht drum rumkomme, ich mein, brauchen wir gar nicht drüber reden. Nur es geht mir einfach darum, also wenn es wirklich ein Thema ist, dass man einfach sagt, okay, versuch irgendwie mit Karob irgendwie auszuweichen. Weil man muss jetzt mal schauen, manche starten in der Früh mit ihrem Schokogetränk, mit ihrem Schokoaufstrich und dann gibt es Schoko, Schoko, Schoko den ganzen Tag durch. Kann sein, dass es einfach das ein bisschen zu früh ist. Ja, mit Karob kann man eben. Karob schmeckt zwar ganz anders, aber man kann es doch relativ ähnlich wie Kakao verwenden. Mhm. Ich habe es auch schon oft experimentiert in den letzten Jahren. Also ein Faktor, den man sich vielleicht, wenn man der Schilddrüse ein Thema hat, wirklich anschauen sollte, die Kohlgewächse. Weil mit den Kohlgewächsen, da kann sie wirklich jemand aus dem Orbit schießen. Mhm. Wenn zum Beispiel so jemand der ultimative Kohlrabi oder Brokkoli oder sonst noch was Fan ist, weil die ganzen Kohlgewächse sind goiterogen, können. Müssen aber kein Thema sein. Also einfach nur mal schauen. Also weil ich hatte einen Klienten, der hatte, ich weiß nicht, mindestens 3-mal täglich seine Kohlmahlzeit, alles mögliche, immer schön gemischt. Und das war dann einfach so ein Phänomen, weil niemand wusste, woher sein krasses Frieren kam. Der ist dadurch einfach in seine Schilddrüsenunterfunktion gerutscht und man ist nur drauf gekommen, weil es ihn einfach so gigantisch gefroren hat. Und ein Faktor, der ist zwar momentan, wird nicht so viel geflogen wie vielleicht zu anderen Zeiten, aber diese Ganzkörperscanner, also du weißt, wo du die einfach dann so reinschaust, also es wird ja immer behauptet, dass diese Strahlungen nichts machen. Unsere Schilddrüse ist ein Sensibelchen, was Strahlungen betrifft. Also wo ich sage, wirklich, also bei diesem Scanner, ich bin 2015 bei einem Flug nach Amerika einmal durchgegangen und habe gedacht, um Gottes Willen, wie meine Schilddrüse reagiert hat und das war das erste und das letzte Mal und ich bin viel geflogen, man kommt drum rum, man braucht nicht durchgehen, die Schilddrüse ist einfach ein Sensibelchen. Also auch wenn zu Hause volle Kanne WLAN ist, schnurlos Telefon, Handy immer am Ohr, also lieber so Lautsprecherfunktion und genau.
Ein Punkt, den man sich vielleicht noch anschauen sollte, und zwar das ist das Progesteron, weil wenn das Progesteron, also wir haben so Testosteron, Östrogen und wir haben das Progesteron, unser Ausgleichshormon, das haben Männlein und Weiblein, also alle drei, ja, und das ist halt unser Ausgleichshormon und das kann sehr schnell sein, also wenn das Progesteron in den Keller gegangen ist, dass sich die Schilddrüse meldet. Ich möchte euch jetzt gerade noch ein paar Stichpunkte zuwerfen. Gerne mal schauen, zum Beispiel auch bei Magnesiummangel, Schilddrüse, Progesteronmangel, Schilddrüse. Also da findet man einfach dann so richtige, also richtig gute Zusammenhänge. Und obendrauf haben wir natürlich nur die emotionale Ebene, die schauen wir uns vielleicht jetzt auch noch kurz an. Mhm. Ein Punkt, den muss ich jetzt noch schnell reinbringen, Silke, und zwar das sind die Xenoöstrogene, die eine große Rolle spielen. Also alles, was man so aus Plastik trinkt oder es immer so als, man hat Plastikaufbewahrungssachen, man trinkt einfach alles aus Plastik, isst aus Plastik. Und ich meine, das ist, wenn jemand einmal aus einer Plastikflasche trinkt oder gelegentlich mal, da reden wir nicht drüber, aber das ist so, wenn das ganze Essen schon in Plastik ist und so weiter, dann kann das schon eine Rolle spielen, weil das kann sich einfach so auswirken, genauso von den Backformen, auch die perfluorierten Tenside in den Pfannen, also die Antihaftbeschichtung, also wenn so viel so zusammenkommt, ja, das kann wirklich eine Rolle spielen. Und ob jetzt jemand eine Schilddrüsenunterfunktion hat oder eben schon eine Diagnose wie Hashimoto, das sehen Ärzte so als die One-Way-Road, ja? Also das geht nur so in eine Richtung, in deren Realität, und dann kriegen die Leute Medikamente und dann fragen die ganz ahnungslos, wie lange muss ich die denn nehmen? Und dann kommt von nun an bis in alle Ewigkeit Amen. Und in meiner Realität ist es einfach, der Körper hat ein geniales Selbstheilungssystem, der würde immer in Regeneration gehen, wenn er die Stoffe hat, die er braucht. Zum Hausbauen brauchst du Ziegel, du brauchst Mörtel, du brauchst einfach Stoffe, ja. Und die emotionale Ebene, wenn wir die jetzt anschauen, weil so umgangssprachlich sagt man schon, du hast irgendwas nicht ausgesprochen, du kriegst so einen Hals. Ja? Und ich sehe das einfach so in den letzten Jahren, vielleicht mal so erklärt. Hier oben ist unser Denker, da ist von Tag 1 reingefüttert, wie das Leben zu sein hat, so musst du es machen, so machst du es nicht. Dann haben wir hier unsere Herzensenergie, du fühlst einfach, so ist es richtig für dich. Und dann kommen Situationen, wo du entscheiden musst und dann meldet sich der und sagt, ja, das kannst du nicht bringen, so kannst du es nicht machen. Dann entscheiden wir uns, sagen Dinge, die wir von Herzen gar nicht meinen, und dann haben wir echt ein Problem. Die Leute, die feinstofflich testen, so mit Kinesiologie, können sofort testen, dass zum Beispiel so dieser, spricht über das Halsenergiezentrum oder Halschakra, geht in dem Moment einfach dann oft einmal so eine leichte Blockade ein. Wir sind in einer Blockade. Und das betrifft die Zähne, gleiches Chakra, und das betrifft die Schilddrüse. Die Hausaufgabe ist einfach da, also idealerweise immer und zu jeder Zeit, das auszusprechen, was wir wirklich meinen. Ja, also und zwar also wirklich so von unserem Innersten her. Ich kann alles nett drüber kommunizieren, kann ein Schleifchen drumherum packen, aber wichtig ist einfach, dass wir unsere Dinge einfach aussprechen. Und da arbeite ich halt einfach so, das sind so die verschiedensten Ebenen, die man einfach anschauen kann. Manchmal adressiere ich so Punkte, wo jemand sagt, hey, du musst einfach stärker in dein Selbstbewusstsein kommen, in deinen Selbstwert. Das ist auch oft so ein Thema. Also in dem Moment, wo man stärker im Selbstwert ist, traut man sich einfach wesentlich leichter, Dinge zu sagen, die man sonst, wo man sich einfach eher klein macht. Also das ist so die Hausaufgabe, Schilddrüse. Komm in deine Stärke, sprich die Dinge aus, die du einfach von Herzen meinst. Also das ist ein wichtiger Punkt, so in die eigene Stärke einfach zu kommen. Also ob es eine Zähne oder Schilddrüse ist es eigentlich im Grunde genommen toujours durch. Ich meine, alle Organe haben ihr eigenes Thema, aber das ist eigentlich so grundsätzlich Basisthema. Ja. Ja, liebe Maria, da wollte ich noch fragen, du hast ja von uns erwähnt, es gibt auch einen Vortrag auf YouTube. Hast du einen YouTube-Kanal? Ja. Wie heißt Also das ist einfach Maria Kagiaki.
Oder ich schicke den Link und du kannst den da rein. Also ich habe einen Organsprache-Vortrag auf YouTube. Ich habe also Selbstbewusstseins-Booster-Geschichten. Ja, lieber Vortrag wäre vielleicht interessant. Genau. Also ich kann auf alle Fälle den Kanal für die Zuschauer oben rechts verlinken. Mhm. Und dann können die Zuschauer sich ja dann einfach mal ein Video so durchschauen bei den interessanten Vorträgen. Ich danke dir sehr, liebe Maria. Von Herzen gern. Die Einblicke sehr, sehr spannend. Ich hoffe auch, dass die Zuschauer sich da einiges mitnehmen können. Vielleicht auch mal bei sich selber schauen und dann, ja, wie sie ihre Schilddrüse, wenn sie wirklich merken, oh, das ist voll mein Thema, wie sie sich da einfach gut unterstützen können und da einfach mal also, die Sache angehen, auch alternativ ganzheitlich einfach drauf schauen. Also eventuell ist noch irgendein kleiner Tick mehr im Organsprache-Vortrag dazu, einfach mal schauen. Mhm. Ja, und den Tipp mit der Computerbrille, da werde ich mich jetzt dann auch mal dran machen, das finde ich wirklich für mich auch sehr wichtig, auch für meine Kinder. Ja, vielleicht ist es auch für die Zuschauer jetzt so wirklich dieses Thema, also auch du hast mit den Glühbirnen angesprochen, es war ja doch sehr vielfältig jetzt, nicht nur die Schilddrüse, Organsprache, auch mit der Computerbrille, mit dem Licht, mit der Ernährung, mit der Mineralisierung, da war ja wirklich so viel dabei und das kann man ja auch für alle, für verschiedene, auch für die Entgiftung, hatten wir auch im Vorgespräch, ist die Mineralisierung so wichtig, ne? Man kann nicht entgiften und den Körper nicht mineralisieren, ne? Irgendwelche Sachen nehmen, die Entgiftung anstoßen oder die Ernährung krass umstellen und der Körper ist nicht mineralisiert, das unterschätzen auch viele. Und deswegen ist auch der, ja, finde ich das Interview jetzt auch so wertvoll, weil man das wirklich auch auf viele Bereiche mit umsetzen kann. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen. Gern eure Meinungen und Gedanken unter diesem Video lassen. Schaut unbedingt bei der Maria vorbei. Ganz spannende Vorträge mit vielen wichtigen Informationen. Lieben Dank nochmal, Maria, dass du dir die Zeit genommen hast und alles Liebe, alles Gute und bis bald.